Ja, so, ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr alle Emulatoren für die PSP einfach bekommen könnt. Also sozusagen, ich zeige euch jetzt gleich eine Liste, da könnt ihr euch dann alles downloaden, was ihr braucht an Emulatoren. Es geht einfacher, als wenn ich jetzt jeden einzelnen darstelle. Also das erste ist, was ihr machen müsst, ist auf diese Seite gehen, der heißt PSP Source. Und dann seht ihr hier schon ganz viel, aber das braucht ihr gar nicht. Ihr geht einfach Downloads. Und dann geht ihr ein bisschen runter, seht ihr schon eine Menge. Seht ihr hier Home View, das ist ja für die PSP. Dann könnt ihr euch hier Demo-Tools, seht schon Emulatoren, Spiele, könnt ihr alles runterladen, einfach über Tools. Ich gehe einfach mal auf Emulatoren. Runterscrollen, alles nehmen. Seht ihr hier schon 18.000 Downloads insgesamt. Also wenn ihr hier nichts finden solltet, dann kann ich euch einfach nur sagen, dass es nichts mehr anderes gibt. Also es ist wirklich die größte Sammlung an Emulatoren, die ihr finden könnt. Also ihr könnt jetzt alles hier downloaden, SMS mit der PSP schreiben. Das geht ganz weit runter, kann man so viel mitmachen. Nintendo DS Simulator, da könnt ihr dann Spiele gleich downloaden, aber das zeige ich euch gleich. Ich nehme jetzt mal als Beispiel etwas, was ich noch nicht drauf habe. Das ist dann dieses SMS Plus Ding. So, dann seht ihr. Downloads. Das ist nur die Beschreibung. Dann könnt ihr hier auf diesen Pfeil gehen. Dann wird das mal gespeichert. Dann zurückgehen. Da reinziehen. Und entpacken. So, dann schließt er auf den PC an. Das mache ich jetzt mal eben. Die PSP muss natürlich gecrackt sein, ansonsten geht das halt nicht. Dann schließt ihr die an. Also das Readme braucht ihr ja nicht. Löschen. Ja, löschen ist halt euer Stammverzeichnis, der PSP. Geht auf PSP. Game. Und zieht diese Datei. Dort rein. Seht ihr schon, dass es eine E-Boot-Datei ist, da müsst ihr aufpassen. Weil wenn es keine ist, zum Beispiel hier bei GoYouTube, ist auch eine, muss immer E-Boot sein. Ansonsten funktioniert das gar nicht erst. Ja, das kopiert. Ich will das wieder löschen. So lasse ich das jetzt mal offen. Jetzt könnt ihr natürlich hier auch zurückgehen. Es ist schwierig zu sehen, also ihr müsst euch schon Zeit nehmen, wenn ihr jetzt was Spezielles sucht. Ansonsten geht ihr auf Suche. Könnt ihr auch alles downloaden, aber das wollen wir jetzt nicht. Also könnt ihr auch suchen. Nicht, dass ihr hier denkt, ihr müsst ja alles einzeln nachschauen. PS Vita Spiele, hier ISOs könnt ihr auch downloaden. Und so weiter. Also gibt so viel Auswahl. Ich suche jetzt eigentlich. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Hier, GPSP. Wissen nicht alle, was das bedeutet. Das ist der Game Boy Advance Emulator. Also wenn ihr den braucht, könnt ihr den hier auch downloaden, direkt darüber oder halt auf die Datei klicken. Also wenn ihr jetzt den zum Beispiel sucht habt, weil manche suchen dann nach GBA Emulator und da kommt halt nichts, weil halt GPSP heißt. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur zeigen und dann halt jetzt die Spiele. Auf Downloads. Dann geht ihr hier auf Homeview, könnt ihr hier auch signierte Homeviews, das ist zum Beispiel Hackprogramme für Spiele. Jetzt einfach mal nur auf Spiele. Und hier schon, seht ihr schon ein paar Minispiele runterladen. Das sind wirklich nur Minispiele. Ich denke jetzt nicht, ihr kriegt hier die besten. Also Mario Kart gibt es ja eigentlich gar nicht dafür. Es hat nur so ein kleines Spiel. Minesweeper ist auch so ein kleines Spiel. Ja, das sind einfach nur sowas, was halt nie geschafft hat. Zelda, Minecraft, und alles sowas, was man gerne drauf hätte, aber nie findet. Idrum nehme ich jetzt mal als Beispiel, das habe ich jetzt auch nicht.
So, wird gespeichert. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ziehe die Datei wieder rein und wieder entfernen. Ich habe hier keinen Readme, überhaupt kein Mensch. Game, wieder nachschauen, ob es E-Boot ist. Ist es gut. Und reinziehen. Gut, so, jetzt kommt noch das andere, was ich dazu getan habe. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Rooms braucht, aber halt nicht alles findet, zum Beispiel PSP-Rooms. Das sind halt Spiele, einfach wie gesagt wieder Minispiele. Hier, Counter-Strike, Dome by Ape Academy, das ist wie Sonic. Gibt es hier noch Loco, kennen vielleicht manche aus dem Store. Kostet glaube ich 5 € oder so, ich krieg das umsonst. Das sind alles die kleinen Minispiele, die im Store dann irgendwie ein paar Euros kosten. Könnt ihr alle hier downloaden. Bei Killzone denkt jetzt nicht, okay, wow, das ist jetzt die Vollversion, das ist so eine Demo. Gibt auch sehr viele Coverversionen, die halt anders heißen, wie gerade hier Minecraft. Ja, oder auch dieses Ape Academy. Und wenn ihr halt Spiele braucht, wie für den Nintendo DS Emulator, klickt ihr da drauf und downloadet euch das an, wenn ihr ein Spiel jetzt braucht. Ich brauche alle hier, die hier drauf gehen. Auf M. Ja, Mario Touch Game. Abelman. Alles so viele Spiele. Wenn ihr eine Datei drauf machen wollt, dann öffnet ihr die. Also ihr downloadet die, entpackt die und tut die in den Ordner. Bei euch beim Emulator Nintendo DS. Geht ihr dann, also klickt drauf und dann geht ihr auf den Ordner Rooms. Müsst ihr dann sehen und dann packt ihr es einfach da rein. Ist wie bei meinem Tutorial mit dem Game Boy Advance. Ist genau dasselbe. Hier gibt es noch ganz viel anderes. SNES ist glaube ich auch dabei, ja. N64. Und dann geht's so weiter. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen anderen Emulatoren, die ihr jetzt nicht gefunden habt, könnt ihr mich gerne fragen. Dann werde ich euch den passenden Link dazu schicken. Die beiden Seiten werden in der Beschreibung sein. Ja, danke fürs Zuschauen.